Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von AZTV. Heller Aufruhr auf unserer AZ-Facebook- und Internetseite. Die Nachricht, dass der Frühling nun endlich vor der Tür steht, schlug heute ein wie eine Bombe. Eine Vielzahl AZ-Leser sehen das Ende des kältesten Winters der letzten 30 Jahre herbei. Auf azonline.de gab ein Meteorologe nun die frohe Kunde. Ab nächster Woche sollen die Temperaturen deutlich ansteigen. Wir drücken die Daumen. Zu einer Bewährungsstrafe von 2 Jahren wurde heute ein 50-jähriger Uelzner vor dem Amtsgericht verurteilt. Das Schöffengericht befand den Mann für schuldig, im April vergangenen Jahres seiner Lebensgefährtin gefährliche Verletzungen zugefügt zu haben, unter anderem mit einem Messer. Das Gericht folgt damit dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Der Anwalt der Geschädigten, eine 43-Jährige aus Bad Bevensen, hatte eine Haftstrafe von 4 Jahren gefordert, da man sich, so wörtlich, in der Nähe des versuchten Totschlags befinde. Der Vorsitzende Richter und die Schöffinnen berücksichtigten allerdings die vertrackte Vorgeschichte dieser Beziehung, die wegen einer augenscheinlichen Nichtigkeit eskaliert war. Was für eine Nichtigkeit das war, das lesen Sie morgen in der gedruckten AZ. Das Schadstoffmobil tourt vom 9. bis 12. April durch den Landkreis Uelzen und nimmt an den gewohnten Standorten Schadstoffe entgegen. Wer daheim Lackreste, Reinigungsmittel, Pflanzen- und Holzschutzmittel, Lösungsmittel, Säuren, Laugen, Kleber und Leuchtstoffröhren angesammelt hat, kann diese Problemabfälle an 4 Tagen gebührenfrei entsorgen. Gebührenpflichtig ist dagegen die Abgabe von Altöl, Ölkanistern, Ölfiltern, Bleiakkumulatoren und Wand- sowie Bindefarben in Behältnissen. Alle Orte, alle Termine, alle Zeiten lesen Sie in der AZ. Zum Schluss der Sendung ein Blick auf das Wetter. Der Frühling hat bis zum Wochenende im Kreisgebiet leider keine Chance, das sagt unser Wettermann Zacki. Deshalb bleibt es bei maximal 5 Grad. Die Tiefstwerte liegen beim Gefrierpunkt. Ab nächster Woche soll es ja besser werden. Wir hoffen das Beste. Das war AZTV für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich auch morgen wieder.